In dritter Generation werden bei Mosbach und Kanne Oberflächen veredelt. Artikel für den täglichen Bedarf, zum Beispiel Badarmaturen, Tür- oder Duschscharniere werden vergoldet, erhalten eine Platinschicht oder eine Edelstahloptik. Edle Silberwaren werden aufgefrischt oder neue Artikel erhalten antikes Aussehen. Viele Arbeitsschritte sind erforderlich, bis die Metalloberfläche eine neue, edle Farbe bekommen hat. Nur absolut saubere Oberflächen können hinterher glänzen. Viele Spülschritte sind erforderlich, um die Oberfläche für den nächsten Bearbeitungsschritt reinzuwaschen. In der Lohngalvanik werden die edlen Oberflächen im Handbetrieb aufgebracht. Vernickeln sorgt für Glanz und wird als Grund- oder Zwischenschicht abgeschieden. Matt vernickelte Oberflächen werden für die weitere Verarbeitung getrocknet. Die vernickelten Teile tauchen in das Goldbad ein und nach einiger Zeit erstrahlt die Oberfläche in einer neuen Farbe. Jetzt müssen sie noch einmal gründlich gespült und anschließend getrocknet werden. Umweltschutz, Energieeffizienz und Nachhaltigkeit werden im Unternehmen großgeschrieben. Zum Galvanisieren werden Chemikalien benötigt, die in die Spülwässer oder mit den Tropfen auf den Boden gelangen. Anfallendes Wasser wird im Keller in der Abwasservorbehandlung aufgefangen, in vielen Schritten gereinigt und die Werte im Betriebslabor überprüft. Werden die Grenzwerte eingehalten, kann das Wasser bedenkenlos in die Kanalisation abgelassen werden. Viele weitere Arbeitsschritte führen zu anderen edlen Sonderoberflächen. Am Schleifbock wird die Oberfläche gebrochen. Eine Klarlackschicht versiegelt die Oberfläche und macht sie für den Gebrauch haltbar. Die Teile werden noch einmal kontrolliert und für den Versand gepackt. Im Büro laufen alle Fäden wieder zusammen. Zur Qualitätskontrolle der hochwertigen Oberflächen gehören Farb- und Schichtdickenmessung. Auch die Metallgehalte der Elektrolyte werden hier geprüft. Die produzierten Oberflächen sind nicht nur schön anzusehen, sie schützen das Material und sorgen für eine lange Lebensdauer.